Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Payday 2. Heute mal, ich sag mal, ein kleines Tutorial. Wir machen heute, oder ich zeige euch heute, wie ihr diesen Heist mit All Possible abschließt im Solo-Stealth. Und zwar wirklich easy, ohne Probleme. Ihr müsst also nur diese folgenden Sachen planen, die ich hier gerade gemacht habe. Und dann könnt ihr einfach sofort drauf losstealthen. Ich werde mich in Anführungszeichen einiger Bugs bedienen, also wer ihm das nicht passt, der möge jetzt bitte abschalten, da ich zum einen das Artefakt forcen werde. Und ja, aber ansonsten wird das eigentlich passen, weil ich werde in diesem Run kein Zivi töten, ich werde euch zeigen, wie ihr alles kriegt, sogar wie ihr im Solo-Stealth die Armor kriegt. Ich werde es, ich sag mal, ein bisschen in der Noob-Variante machen, das heißt, ich werde alle Guards, die sich im Lagerhaus bewegen, wegholen. Aber ansonsten könnt ihr von mir eigentlich einen relativ guten Run erwarten. Gut, dann ist unser erstes Ziel, das Schwierigste direkt zuerst zu machen. Nämlich draußen die ganzen Moneybags zu holen. Das sind genau 4. Wie ihr oben sehen könnt. Na gut, es sind eigentlich, ihr seht zwar 6 in der Anzeige. Aber es sind 4 Moneybags in total, kann man sagen. Da habe ich gerade schon 2 Guards gesehen. Kevin und Patrick nenne ich sie mal. Das ist Kevin, das ist Patrick und das ist Pascal. Gut, Kevin, Patrick und Pascal, das passt ja. Ah, ich sehe schon, ich habe gerade nicht so viel Glück mit den Geldbeuteln. Die könnten idealer verteilt sein. Und ich frage mich, was diese absolute Massenkonzentration an Guards hier soll. Alter Schwede. Ich meine, guckt euch das so mal an, das ist doch krank, wie viele hier sind. So, wir haben jetzt hier einen Geldbeutel. Das Wichtige ist eigentlich, dass ihr hier draußen, wenn ihr halt diese 4 Geldbeutel holt, nicht entdeckt werdet. Weil ihr Maiden Pager für das Haus drinne braucht. Von daher wäre es sehr gut, wenn ihr so viel wie möglich safen könnt. Draußen, ich sag mal, draußen von... Ich sag mal, einem Guard entdeckt zu werden, ist zwar scheiße, aber das kann man halt noch wieder wegmachen, weil Guard kann man halt kurz töten und einpacken. Wenn ihr aber so wie ich so spielt, dass ihr keine Zivis tötet, dann habt ihr ein Problem. Denn ich habe dann das Problem, dass es hier draußen keinen Safe Spot für diesen Zivi gibt, den ich hier habe. Dazu muss ich den Zivi über die gesamte Map bis hier hinbringen. Gut, damit haben wir schon mal 3 von den 4 Moneybags. Der letzte ist an einem Punkt, zu dem ich sehr leicht hinkommen werde und kann. Zu dem wir auch noch kommen werden. Gut, wir haben nicht die Guard hier, das heißt, wir können einfach unsere Sachen hier runterschmeißen. Werde ich zwar sowieso nicht machen, sage ich mal, aber auch egal. Also wir könnten sie theoretisch runterschmeißen. Jetzt geht ihr einfach hier unten mit dem zweiten Termit passenden Teil hin. Öffnet hier. Und fragt euch, warum eure FPS einfach so ohne Reason einbrechen. Ui, 60 FPS, 40 FPS, 60 FPS, 40 FPS. Gut. Jetzt dürfen sie aber wieder nach oben gehen. Als allererstes geben wir... Wobei, wir machen 2 Sachen, bevor wir jetzt weiter anfangen, Loot zu sammeln. Zum ersten werden wir jetzt hier hintergehen und die Tür hier öffnen, damit hier auch Zivis lang können. Guards werden hier nicht langlaufen, nur Zivis. Das war mein Mülleimer, den ich gerade umgeschmissen habe. Sehr gut. Und mir fällt gerade auf, ich habe das falsche Asset genommen. Ihr solltet eigentlich Bodybags nehmen. Gut, muss jetzt mal ein bisschen vorsichtiger stealthen. Sobald die 5 Minuten rum sind, sage ich mal, dann werdet ihr sehen, warum. Gut, ihr seht schon, da hinten ist Patrick. Patrick ist AFK. Das ist nicht gut. Wenn Patrick AFK ist, dann müssen wir den an diesem Spot töten, weil dort Sachen ist, sage ich mal. Zunächst einmal holen wir ihn hier weg. Von ihm holt ihr euch Keycard Nummer 1. Gut, wir müssen ganz kurz nur einmal nach unten gucken, ob wir dort das Coke haben. Das kann ich gerade leider nicht sehen, weil Captain Kevin da im Weg steht. Kevin, beweg dich! Kevin will sich nicht bewegen. Das ist Kevin. Oh oh. Ja. Ich sag mal, ich hab's erwartet.
Ich bringe ihn erst noch hier rein, sage ich mal, damit er nicht sofort gespottet wird. Na komm, jetzt beeil dich. Den Pager muss ich halt auch noch machen, ne? Oh, scheiße. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Jetzt haben wir gerade ein ganz kleines Problem. Ja, wir haben ein Problem. I'm thinking of writing a novel about a woman hunting dragons to eat them. The title could be... Bitte, bitte, schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. 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 Renn, 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 renn. Schneller. Oh. Das war knapp. Normalerweise kommt er nämlich bei 5 Minuten. Wir hatten da schon Glück wegen dem Pager-Delay, denke ich mal. So, wenn ihr euch an diesen Punkt hier stellt, bei dem H, könnt ihr keine Guards kriegen, da ihr den Spawnplatz für den Helikopter auf dem Dach blockiert. Somit kann der Helikopter dort nicht landen und er wird das einzig andere machen. Er wird runterkommen und das Artefakt bringen. Gut, wir holen uns jetzt erstmal hier Moneybag Nummer 4. Bringt ihn schon mal dorthin, wo er auch hin muss, nämlich zu den anderen. Da ist der Gelbhelm. Den Gelbhelm müsst ihr bei der ersten Gelegenheit kriegen, am besten, wenn er wieder hier runterläuft. Das ist extrem wichtig. Da werde ich jetzt auch aufpassen, weil als ich das letzte Mal ein Tutorial machen wollte, sage ich mal, das ist jetzt der zweite Run am nächsten Tag, hatte ich insgesamt 3 AFK-Guards. Und ich hatte das Problem, dass dann leider etwas Blödes passiert ist, nenne ich es mal. Gut, jetzt muss ich aber erstmal aufpassen, dass ich den lieben Gelbhelm erwische, wenn er wieder nach unten kommt. Also ich sag mal, in dem Bereich hier geht es noch. Ihr könnt gucken, ihr braucht eine 5-sekündige Laufzeit bis dort hinten hin. Also wenn ihr jetzt loslauft, kommt ihr ungefähr 51 an, nehmt die Keykarte und sprintet dann wieder nach vorne. Alles andere wäre dann halt wirklich zu spät. Der ist da hinten, nicht wahr? Ja, da ist er noch. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal darauf warten, dass er sich hierher bewegt. Bis dann können wir ja schon mal anfangen, die ganzen Sachen zu securen. Ich sehe, wir haben noch 2 Moneybags, das heißt, wir haben einen in der oberen Etage. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Wichtig ist, dass ihr den hier unten bei den Treppen wegholt. Egal, wo er hingeht. Oh, hier wäre wirklich der beste Spot, weil den könnt ihr halt schnell vom Vault aus erreichen. Gut, der Spot zum Beispiel könnte jetzt etwas besser sein. Das könnte jetzt etwas knapp werden, sag ich mal. Aber ihr dürftet es dennoch hinkriegen. Der Safe Spot für die Civis auf der Map wäre hier, in diesem Raum. Bringt ihr einfach hier rein und holt sie euch down. So, ihr seht, hier drin haben wir eine Waffe, das ist schlecht. Das Problem ist, hier sind noch 2 Guards im Lagerhaus. Einer bewegt sich, das haben wir ja gerade gesehen. Da müssen wir aufpassen, dass wir den noch wegholen. Wenn wir jetzt noch eine zweite Guard haben, die sich bewegt, dann haben wir ein wirkliches Problem. Weil dann müssen wir extrem aufpassen, was den Vault angeht. Okay, er hat sich jetzt hier AFK hingestellt, wie es scheint. Und wird es da wahrscheinlich auch nicht mehr wegbewegen. Das ist gut, weil an dem Punkt kann man relativ easy alles holen. Oder halt auch nicht. Fick dich. Ich muss jetzt halt darauf hoffen, dass wir eine zweite AFK-Guard haben. Sonst haben wir echt ein Problem. Denn ihn müssen wir wegholen. Zumindest ist der Moneybag nicht da. Aber da ich hier gerade nur ihn sehe, denke ich, werde ich jetzt mal auch was riskieren gleich. Entweder haben wir eine AFK-Guard oder nicht. Wenn nicht, dann haben wir jetzt gleich verkackt. Denn ich werde ihn jetzt gleich wegschießen. So. Hier wird er nicht sofort von den Civis entdeckt. Hier müssen wir ihn jetzt hier liegen lassen. Oh, er hat eine Keycard. Das ist gut. Jetzt können wir nämlich eine Keycard einsetzen. Wie ihr seht, hatten wir ja zwei... Also, wir hatten 2 Gegenstände hinter den Türen. Einmal die Kiste hier.
Hier werde ich den Drill planten. Und hier bei der Waffenkiste werde ich die Keycard reinhauen. Die auf keinen Fall nehmen, denn die brauchen wir noch. Wir nehmen uns jetzt gleich die obere. Und zwar liegt die Keycard hier. Ich hasse diese Drills, ne? Die funktionieren mit Kickstarter bei mir nie. Das ist wirklich, das ist kosmisches Gesetz. Kickstarter funktioniert nie und das, was ihr gerade gesehen habt, das ist Ausnahmezustand. Moneyback haben wir hier ja nicht, ne? Fällt mir jetzt erst auf. Fällt mir wirklich sehr früh auf. Geh doch! Alter! Kickstarter geaced. Auto-Repair geaced. Na wenigstens. Das ist nicht Normalzustand. Normalerweise bin ich derjenige, der den Drill repariert. Und nicht der Drill sich selber. Sorry, ich laufe hier gerade nur lang, weil ich hier einen No-Asset-Run gewohnt bin. Komplett No-Asset. Das dauert halt extrem lange, mit denen in Sicherheit bringen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, sage ich mal, weil... Das Einzige, was ihr halt dabei wastet, ist halt eure eigene Zeit, aber... Da ich ja jetzt hier einen Run zeigen will, den man auch als YouTube-Teil verwenden kann, werde ich euch jetzt einfach ganz kurz das im Speedrun mal zeigen. Ich zeige euch jetzt noch kurz, wie ich die ganzen Bags, sag ich mal, hole und den Rest, wie ich die dann hier bis zur Seilrutsche bringe, ist ja jetzt nicht so interessant. Da war ein weiterer Zivi, den holen wir uns auch gleich. Das ist wichtig, weil die Zivs können halt auch den Scheiß spotten, den offenen Vault. Und wir bringen den mal nur zur Sicherheit, falls... Es gibt jetzt noch einen Zivi auf der Map, wie ihr oben seht. Drei von vier Zivis haben wir bereits, unter anderem den Gelbhelm, was das Beste ist. Sobald man den Gelbhelm hat, hat man eigentlich den Heist so gut wie geschafft. Das Schwierigste ist halt, den Gelbhelm an einen guten Spot zu bekommen. Das haben wir hinbekommen. Wenn auch mehr oder weniger, ich sag mal, schlecht als recht. Und jetzt ist es einfach nur, ihn hier hinbringen. Runterzwingen. Das Coke von hier habe ich. Dann ist es jetzt das Coke hier wegbringen, hier runter. Dann ist da oben jetzt noch eine Kiste zum Aufmachen. Da dürfte Gold drinne sein. Oder halt ein Artefakt. Das ist auch nicht schlecht. So, ihr erinnert euch ja, draußen war auch noch ein Artefakt. Oder generell, lasst mich anders formulieren. Wenn ihr das Glück habt, also wenn ihr nicht forst, dann habt ihr Glück. Dann müsst ihr halt auf euer Glück vertrauen. Wenn ihr es so macht wie ich, das wäre die clevere Variante. Dann bekommt ihr zu 100% den Container draußen. Der Container enthält eine Kiste. In der Kiste ist ein Artefakt. Die Artefakte sind scheiße schwer. Die zu transportieren ist pure hell. Aber ihr verdient damit scheiße Geld. Wirklich scheiße Geld. Bitte erinnert euch jetzt, wir haben noch zwei Moneybags. Und in der oberen Etage ist keiner. Das ist schon mal gut. Nee, da ist er. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich so gut wie alles. Soweit ich weiß, oben sind wir jetzt durch. Weil es kann, glaube ich, nur ein Moneybag pro Etage geben, der so wirklich, ich sag mal, versteckt ist. Und der hier... Ah gut, hier haben wir da Coke. Das ist sehr gut. Und der, den ich meine, dürfte sich in dem Run entweder in der Küche oder hier befinden. Hier ist er nicht, dann müsste er hier auf dem Tisch sein. Da. So, ihr seht, wir haben jetzt so gut wie alles. Wir müssen jetzt nur noch ein paar Kisten aufmachen, damit wir auch wirklich sicher sind, dass wir alles haben. Die Kiste haben wir auf, die haben wir auf, die haben wir auf. Die müssen wir noch aufmachen. Alter! The fuck einfach nur. Noch ein Artefakt. Leute, es ist... Wow. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt insgesamt vier Artefakte. Und das ist schon krass. Zumal ein Artefakt, ihr müsst euch vorstellen, ein Artefakt ist 1 Million wert. Wir haben jetzt schon auf jeden Fall 8 Millionen mindestens safe, weil wir auch noch die Rüstung holen werden. So, ich muss noch einmal ganz kurz in den Keller reingucken und schauen, ob dort Coke ist. Ist es nicht? Sehr gut. Hier unten ist übrigens die AFK-Guard. Dann können wir eigentlich auch schon gleich hier aufmachen. 6, 7 und schnell zurück. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, um das beides zu öffnen. Und dann bekommt ihr den Vault mit der Rüstung. Sehr gut.
So, wir haben jetzt diese vier Teile. Damit habe ich euch gezeigt, wie ihr eigentlich quasi jedes Achievement bekommt. Das eine Achievement, bei dem ihr von jedem mindestens eins in Sicherheit bringen muss, basiert leider ein bisschen auf Luck. Wie ihr oben sehen könnt, haben wir in diesem Run kein Gold bekommen, weswegen wir damit das Achievement nicht triggern würden. Aber normalerweise kriegt man, wenn man jede einzelne Kiste aufmacht, schon mindestens eins von jeder Sache. Moment. Bevor ich jetzt hier runtergehe, hole ich noch ganz kurz das Artefakt hinten aus den Containern. Und da ist übrigens der letzte Zivi. Den holen wir uns auch gleich. Denn der kann diesen offenen Vault auch noch entdecken und kann dabei paniken. Der ist jetzt wo? Da ist er. So, den bringen wir nur mal zur Sicherheit in den Gang hier. Nur, falls hier draußen jetzt, sage ich mal, der Guard langläuft, damit er nicht gespottet wird. Ja, bringen wir den hier in die Küche, da liegt das safe. Denn ihr habt gesehen, die eine Guard, die wir haben, ist draußen komplett AFK. Damit haben wir jetzt alle Gefahr im Lagerhaus gebannt. Damit können wir uns jetzt im Lagerhaus komplett frei bewegen, ohne Probleme. Das einzig Trickige ist hier draußen, das Artefakt zu kriegen. Soweit ich weiß, ist das auch auf 75 Detection Risk nicht möglich, weil er euch da hinten spotten kann. Egal, wie er es anstellt. Gut, dann das Einzige, was ihr jetzt noch sehen werdet, ist, wie ich die ganzen Bags in Sicherheit bringe. Ich denke nicht, dass ihr das sehen wollt. Oder zumindest nicht in normaler Geschwindigkeit. Deswegen werde ich jetzt gleich einen kleinen Cut machen. Und das Video für euch vorspulen. Ich werde auch ein bisschen Musik dahinter legen. Von daher würde ich sagen, für mich wird das jetzt eine Weile gehen. Für euch werden das jetzt höchstens, ich sag mal, 5 bis 10 Minuten werden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. Gesehen, was ich jetzt gerade gemacht habe. 24 Bags ist das absolute Maximum, was man aus diesem Meist rausbekommen kann. Jetzt bleibt euch nur noch die Flucht übrig, beziehungsweise das Entkommen. Wie machen wir das? Am besten safe. Deswegen habe ich am Anfang die zwei Thermitpasten gekauft und die eine direkt unten geplant, denn jetzt können wir einfach hier das öffnen. Nicht vergessen, an die Leiter zu gehen. Ich habe auch schon verkackt, nachdem ich alle 24 Bags sicher hatte. Und dann geht ihr einfach über das Gitter hier raus. Durch den Gullideckel. Macht wirklich, was ihr wollt. Und schon habt ihr nach 26 Minuten ein absolut Premium-Run gehabt.
So, ihr könnt sehen, ich habe zwar 4 Gegner gekillt, habe aber dafür auch alle 4 Zivis genommen, habe keinen einzigen Zivi getötet, habe All Possible erhalten. So sollten die Runs eigentlich aussehen. Ja gut, Leute, das war mein kleines Tutorial zu diesem Heist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.